Wir alle haben ein Gerät im Keller, das uns gar nicht gehört. Der Wasserzähler. Denn der ist Eigentum des Versorgers. Wie ist das also, wenn der Zähler kaputt geht und der ganze Keller geflutet wird? Wer haftet für den Schaden? Klar, der Wasserversorger. Doch ganz so klar ist die Sache offenbar nicht. Vor einem Jahr haben wir über einen Fall aus Leipzig berichtet, bei dem der Hauseigentümer auf 10.000 Euro Schaden sitzen bleiben sollte. Und nun ist der Fall entschieden. Sammelleidenschaften gibt es ja unzählige. Steine, Bierdeckel, Fahrräder, alles keine Überraschung. Anders verhält es sich bei der Leidenschaft von Martin Wernicke aus Neukühner bei Delitzsch. Seit er 10 Jahre alt war, wollte er unbedingt eine Mühle besitzen. Und tatsächlich ist ihm das auch schon in recht jungen Jahren gelungen. Inzwischen hat er eine eigene Familie, die seine Liebe zur Mühle teilt und alles tut, um das jahrhundertealte Bauwerk zu erhalten. So eine Mühle ist natürlich auch eine wunderbare Kulisse für ein Fotoshooting. Und mit solchen kennt sie sich aus. Natalia Avelong, Model, Schauspielerin, Sängerin und heute unser Gast zum Kaffee. 10 Jahre ist es her, dass sie ihren Durchbruch auf der Kinoleinwand hatte. Sie spielte die Uschi Obermeier im Film Das wilde Leben. Und seitdem ist das Leben der Schönen tatsächlich wilder geworden, weil erfolgreicher. Nun hat sie ihr erstes Album aufgenommen. Es gibt also eine ganze Menge, worüber wir gleich reden werden mit ihr. Ja, über Gefühle und Musik werden wir heute sicher noch mehr erfahren. Nochmal herzlich willkommen, Natalia. Schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder schön, hier zu sein. Na, also, wer so ein Debütalbum vorlegt, also das ist ja wirklich eine Steilvorlage, bei uns Gast zum Kaffee zu sein. Und jetzt, also knapp 2 Jahre, glaube ich, hast du dran gearbeitet. Ne? 2 Jährchen, genau. Habe ich mich eingesperrt im Studio, habe mitgeschrieben, war bei der Produktion sehr aktiv und anwesend und habe da mein ganzes Herzblut und meine ganze Seele rein geackert und dann war es endlich draußen. Und wie ist das jetzt, wenn das so vor dir steht? Es ist ja noch nicht lange auf dem Markt, ne? Ende Mai ja erst rausgekommen. Genau, also genau. Eine knappe Woche jetzt. Genau. Ist es schon so, dass man drauf guckt und sagt, ja doch, es ist so geworden, wie ich mir das immer vorgestellt habe, gerade wenn man sich ja so dolle damit einbringt und ja auch beteiligt dran ist? Ja, es ging eben nicht von heute auf morgen, sondern dieses Jahr Vorbereitung, also dieses Schreiben und dieses im Studio sitzen und alle Noten und Geräusche und Instrumente bestimmen und durchgehen. Da ist man schon quasi vorbereitet darauf, dass es so wird, wie man möchte. Mhm. Also ich bin sehr glücklich damit. Ja, das ist ein Stück von mir einfach. Ja. Ich habe mich da geöffnet dem Zuhörer gegenüber und bin happy damit. Und hast ja auch Profis ins Boot geholt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mir helfen lassen. Also ich war noch nicht so weit bei meinem Debütalbum, dass ich gesagt habe, ich schreibe alle Songs selber, sondern habe eben super Hilfe bekommen, auch von Kollegen, die mitgespielt haben, mitgesungen haben und hat Spaß gemacht. Mhm. Bela B. ist ja mit dabei. Ja. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hätte es ja beinahe ja schon mal mit einer Zusammenarbeit zwischen euch geklappt, aber dann doch nicht, ne? Vor 10 Jahren bei Summerwine, erzähl mal. Bei Summerwine hat mir Bela dann quasi eröffnet, dass er abgesagt hat damals. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass er angefragt war. Dann habe ich gesagt, okay. Aber wir verstehen uns super. Insofern, ne? Niemand ist ja nachtragend. Also alles augenzwinkernd. Und bei dem Album jetzt, als ich Dark Desires geschrieben habe, einen Song von dem Album, habe ich gesagt, entweder Bela oder niemand. Also wenn Bela abgesagt hätte, ich habe eine Mail geschrieben, ob er Lust hätte mitzumachen, mitzuwirken auf meinem Album. Er hat gesagt, schick mal den Song rüber. Hat ihm gefallen. Man ist zusammen ins Studio gegangen. Es war super, super angenehm. Also es war ganz toll. Also auch ein bisschen die Ärzte mit. Mit bei dir rumgevorwerkt und rumgemacht. Love Kills, toller Titel. Du sagst, es ist ganz viel von dir drin. Das heißt, welche Trennungen, welche schmerzlichen Erfahrungen hast denn du damit reingesteckt? Na, diverse. Diverse. Also ich habe so die letzten 2 bis 3 Jahre viel erlebt, was die Liebe eben betrifft. Vor allem natürlich Trennungen, die nicht immer schön sind. Die tun immer als Erste sehr weh. Menschen zu verlieren, gehen zu lassen. Wie gesagt, Freunde. Man trennt sich manchmal auch von guten Freunden, von besten Freunden. Dann überlegt man so, denkt man über die Definition von beste Freunde wieder nach. Mhm. Familienmitglieder, die gehen und so weiter. Und das war für mich einfach ein gutes Ventil. Musik ist ein super, super Ventil, da loszulassen, einfach kreativ zu sein und darüber zu schreiben, was man erlebt hat. Und in diesem Fall ist es die Liebe, die mir
schon ja. Eine oder andere graue Haar, wenn du es denn hättest, aber ja. Jetzt im übertragenen Sinn durchaus bereitet haben. Ja. Ja, das sind ja auch durchaus provokante Szenen, die du da aufmachst, die du beschreibst. Und Sie, liebe Zuschauer, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, Sie können ja dieses Album gewinnen, wenn Sie bei uns anrufen, 08021515 und die 18. Mit ein bisschen Glück können Sie sozusagen ein Stück Natalia mit nach Hause bekommen. Wir schauen mal rein, würde ich sagen, in ein Video zum Song Blind Belief. Allen Kindern müssen wir allerdings an dieser Stelle durchaus sagen, bitte nicht nachmachen. Ja, also als ich das Video das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, uff, erstmal durchatmen, setzen lassen. Ja, ja. Na, also warum geht's genau? Also es geht ja nun nicht nur darum, dass man quasi diese Spielart der Liebe. Es geht nicht mal um die Spielart der Liebe, es geht ja nicht um jetzt Freizügigkeit, das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht einfach darum, wie fühlt man sich in der Beziehung? Kennt man seinen Partner, sein Gegenüber? Kennt man den oder sie wirklich? Möchte man die Wahrheit wissen über den Partner hundertprozentig? Und wie geht man dann mit dieser Wahrheit um? Also vielleicht mit irgendwelchen Abgründen, mit irgendwelchen Vergangenheiten, also mit der Vergangenheit oder... Inwieweit öffnet man sich? Dann geht es natürlich in dem Video auch um Vertrauensbruch. Es gibt Szenen hier in diesem Video, die einen Vertrauensbruch darstellen. Manchmal steigt der eine oder andere aus diesem Pakt, den man schließt in der Beziehung. Das ist für mich so immer das Schönste, wenn man so einen Pakt schließt, so einen unausgesprochenen, dass man sich wirklich vertraut, sich ehrlich gegenüber ist und ganz offen zueinander und miteinander umgeht. Darum geht es. Und eben, wie nackt fühlt man sich, seelisch auch manchmal in einer Beziehung. Unattraktiv, attraktiv, wer hat die Fäden in der Hand? Das ist so, darum geht es, um diese Beziehung. Was ist eine normale Beziehung, in Anführungsstrichen? Mhm. Damit habe ich mich befasst, eben in diesem Song und in diesem Video. Mhm. Und ja, offensichtlich auch mit dir selbst. Also das was du gerade beschrieben hast, das sind ja, klingt ja alles nach Erfahrung ein Stück weit. Ja. Und wie weit gehst du? Also du sagst ja von dir selber auch, du hast durchaus dunkle Seiten. Ja, in deinem Leben? Ja, also ich bin sehr melancholisch, muss ich sagen. Das ist so meine dunkle Seite, aus der ich eben diese kreative Quelle, also das ist meine kreative Quelle, ist meine melancholische Seite. Mhm. Ich grübel sehr viel, ich denke sehr viel nach, ich befasse mich mit Themen, die mich manchmal eben traurig machen oder... ja, es ist wie bei einem Clown vielleicht manchmal. Der Clown, ich kenne Menschen, die als Clown arbeiten, die sind sehr fröhlich nach außen und brauchen das als Überlebensinstinkt, haben aber auch eine sehr traurige oder dunkle, melancholische Seite. Und das ist aber der Ausgleich, wenn der da ist, ich brauche beides eben. Okay. Ja. Wir haben Anrufer und zwar als allererstes Frau Adam. Schönen guten Tag, Frau Adam. Ja, guten Tag. Mein Name ist Adam. Ich hatte eine Frage an den Studiogast. Ja, dann mal los. Und zwar wollte ich mal wissen, was Sie lieber machen. Singen oder Schauspielern? Sehr gute Frage, Frau Adam. Hallo. Ich würde sagen, ich möchte mich nicht entscheiden. Ich mache beides sehr gerne. Beides ist für mich eben Kunst. Also da kann ich frei sein, da kann ich offen sein, da möchte ich mich nicht einschränken lassen. Kommen tolle Filmprojekte, sage ich ja. Jetzt ist es eben Priorität Musik, weil das Album, das Baby ist jetzt gerade raus. Aber ich würde sagen 50-50. Ich möchte mich da nicht entscheiden. Das freut mich zu hören. Na, das ist doch schön. Und ich wollte mich mal fragen, ob ich mal noch ein Autogramm kommen könnte. Bestimmt. Schreiben wir aufs Album drauf. Genau so. In diesem Sinne, danke schön, Frau Adam. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und wir haben auch eine Facebook-Frage, die geht auch in die Richtung. Hardy Schulz möchte wissen, hat sie schon immer gern gesungen? Und was macht sie lieber? Klar, das hat man gerade, singen oder Schauspielern. Aber hat sie immer gern gesungen schon? Sie hat immer gerne gesungen. Sie hat immer gerne gesungen. Wirklich, ich glaube, der Bericht hat es schon angedeutet, dass ich wirklich mit dem Kochlöffel angefangen habe, vor dem Spiegel Stevie Wonder und Michael Jackson und Modern Talking zu singen, muss ich sagen. War ganz groß in Polen damals. Ich bin ja gebürtige Polin. Musik ist ein großer Bestandteil von meinem Leben. Auch ich muss sagen, als Fan oder Hörer, filter auch so meine Emotionen mit Musik, wenn ich Musik höre. Wenn ich manchmal irgendwie traurig bin oder gut drauf bin, dann kommt was Rockiges. Ab und zu fließt mal eine Träne, dann schalte ich irgendwie was Trauriges ein, damit es dann kann man gut loslassen. Also Musik ist Magie einfach. Ne? Musik ist magisch, kann man auch nicht in Worte fassen. Mhm. Du warst ja auch in dem Gastporträt schon anklang, du wusstest schon sehr zeitig, dass du Künstlerin werden willst im weitesten Sinne, dass du Schauspielerin werden möchtest. Und dann kam irgendwann Uschi Obermeier. Genau. Das ist ja nun aber trotzdem erstmal ein Schritt
zu sagen, klar, es ist ein tolles Angebot, ist keine Frage. Aber was hat denn wirklich so gekitzelt? Man muss da auch ein bisschen mutig sein. Oder bist du von Haus aus so ein mutiger Mensch? Ich bin, glaube ich, von Haus aus ein mutiger Mensch. Angst ist so ein schlechter Begleiter. Ich mag Angst nicht. Natürlich haben wir immer, irgendwann hat jeder Angst. Aber die bekämpfe ich gerne, indem ich einfach mich den Ängsten stelle und mir Herausforderungen schaffe. Die Herausforderung natürlich bei Uschi Obermeier, bei diesem Film Das wilde Leben, war klar, die Nacktheit, die Freizügigkeit. Es war aber eine Thematik der 60er und 70er Jahre. Und es ist dann klar, also die sexuelle Revolution und dieses sich Loslösen der, von der Obrigkeit und so weiter aus den 50er Jahren, das war das Thema. Und da wusste ich, okay, da muss ich mich öffnen und mutig sein. Mhm. Und das wollte ich wagen für mich. Und das hat mich auch wirklich auf eine Art befreit von, auch von Ängsten, von Grenzen überschreiten und so weiter. Als Künstlerin, als Schauspielerin war das ein guter Einstieg für mich, weil danach war jede Rolle dann einfach eine kleinere Herausforderung sozusagen, ja. Aber wie waren denn überhaupt die Angebote denn danach? Ich könnte mir vorstellen, dass man gerade nach so einer Rolle und der Erfolg, der sich ja wirklich quasi über Nacht eingestellt hat, dass man dann auch geneigt wird, vielleicht wird, von Äußeren in so Schubladen reingestopft zu werden. War das bei dir auch so? Das war so, leider. Das hätte ich damals als Debütantin eben nicht erwartet, gerade von der Branche. Aber na klar sind wir Menschen, haben gerne Schubladen, weil wir möchten Ordnung haben in unserem Leben, in unseren Sichten, Lebenseinstellungen. Und so wurde ich eben in erster Linie als Uschi Obermeier gesehen. Und man war erst mal gar nicht interessiert daran, wo ich herkomme, wer bin ich, was war die Arbeit an der Rolle, sondern hat mich eben gesehen als diese sexy Uschi Obermeier. Und natürlich will man als Schauspieler, als Künstler facettenreich arbeiten und ganz viele Rollen spielen und natürlich auch sich Jahre abrasieren. Völlig ausflippen, Charakterrollen spielen, die Tiefe haben und so weiter. Und das dauert aber. Da musste ich mich freischwimmen und einfach wirklich beweisen und viel arbeiten, um mich einfach wirklich dem Publikum und branchenintern auch zu beweisen. Aber es ist ein ganz natürlicher Vorgang oder Werdegang. Naja, aber es hätte auch anders gehen können. Ne? Also es hätte auch durchaus gehen können, dass man sagt, ja, es ist doch schön, dass sie das will. Weil wenn eine junge Schauspielerin fragt, sie wollen alle, sagen ja alle, ja klar, möchte ich das ins Charakterfach oder das. Ja. Aber es ist auch da wieder, finde ich, den Mut, der Mut spürbar, dass man eben Nein sagt. Dass man Rollen ablehnt. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Das gebe ich immer jüngeren Menschen oder Teenagern gerne mit auf den Weg, Fans sozusagen, dass ich sage, sagt auch mal gerne Nein. Traut euch, aber bleibt bei euch. Das Herz weiß immer und das Bauchgefühl weiß immer, was es will. Der Kopf lügt manchmal, ja, also der wird beeinflusst. Aber so dieses Bauchgefühl, wenn man etwas möchte, einfach machen und sich trauen. Wenn man etwas aber überhaupt nicht möchte, einfach sagen, nein, will ich nicht. Aber dann aber auch mutig sein und sagen, okay, ich muss auch mit den Konsequenzen umgehen können. Dann eben in meinem Fall mal nicht zu drehen, ein halbes Jahr und einfach dann zu Hause zu sitzen und zu denken, okay, wann kommt die nächste Rolle? Aber das ist ganz wichtig für so eine Entwicklung als Mensch, als Künstler in meinem Fall. Ist alles schon in Ordnung. Eine andere Natalia Avalon gab es zum Beispiel in Die Bergretter auf der Kippe. Wirklich völlig anderes Sujet, völlig andere Natalia.